Jausen, heute möchte ich mit dir über ein LinkedIn-No-Go sprechen. Es geht um Bewertungen. Viel Spaß beim Video. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. LinkedIn ist auf jeden Fall eine Plattform, die viele Leute gerade irgendwie auf dem Schirm haben. Ganz viele wollen ja Social Media B2B machen und deswegen fokussieren sich viele Leute gerade auf LinkedIn. Und auch da passieren Dinge, die an sich ganz korrekt sind, aber doch irgendwie nicht korrekt. Ich zeige dir mal eine Nachricht, die ich bekommen habe. Hier schreibt mir Cameron. Wir haben uns vorher noch nicht gekannt. Er hat mir eine Freundschaftsanfrage, eine Kontaktanfrage geschickt und ich habe das mal bestätigt und das war die erste Nachricht, die ich bekommen habe. Hey there, glad we connected, my friend. I'm going to endorse 5 of your skills since you look qualified in your niche. Mind returning the favor and endorsing me 3+ back. Be well, cheers. Alright, ich kenne den Typen nicht und was er von mir möchte, ist, dass ich 3 von seinen Skills bewerte. Wenn du es nicht weißt, du kannst ja deine Skills bei LinkedIn eintragen und Leute können die bestätigen. Also wenn du da reinschreibst, ich bin der Social Media Boss, können Leute draufdrücken und sagen, ja Mann, das bestätige ich. Und dieser Kollege hier, der schreibt mir die erste Nachricht und sagt, ey, kannst du mal bitte 3 meiner Sachen bestätigen, dann bestätige ich 5 von dir. An sich ist es sehr, sehr klug, Bewertungen bei LinkedIn zu bekommen, weil es bestätigt natürlich, dass du das kannst, was du sagst. Aber wenn jemand Fremdes dich fragt, ich kenne den nicht, der kennt auch nicht meine Skills, ich weiß nicht, ob der das kann, was er sagt und er weiß auch gar nicht, ob ich das kann, das ist fake. Man kann doch nicht irgendwelche Sachen bestätigen, Kenntnisse, die man gar nicht so prüfen kann oder wo man halt weiß, dass es passt. Also folgendes für dich, mach das nicht. Lass dich von Leuten bewerten, die dich wirklich kennen. Schreib auch Kunden, mit denen du mal gearbeitet hast. Hey, kannst du meine Skills bewerten etc. Und ja, der Typ ist klug. Er sagt, ich bewerte 5 Sachen von dir und dafür will ich nur 3 zurück. Ist ein Plusgeschäft für mich. Aber die Art und Weise ist nicht korrekt. Das ist am Schluss komplett fake dann da draußen. Und weißt du, was passiert? Du kannst natürlich so dir viele Bewertungen holen und die Leute, vielleicht zukünftige Arbeitgeber oder Headhunter, denken sich so, ja geil, die Person hat 70 bestätigte Skills und Kenntnisse oder Kenntnisse wurden von 70 Personen bestätigt. Ja, aber wenn du dann da sitzt und das machen musst, was 70 Menschen, die gar nicht wissen, ob du es kannst, bestätigt haben, wenn du da sitzt und das machen musst und es nicht kannst, dann versagst du am Schluss und es bringt dir doch nichts. Also, Tipp an dich, lass dir Bewertungen bei LinkedIn geben oder lass dir deine Skills bestätigen, besser gesagt, aber nur von Leuten, die das auch wirklich können. Und bitte bestätige das auch nur bei Leuten, von denen du wirklich weißt, dass sie das können. Dein Bild ist damit drauf bei der Bestätigung. Also das ist sonst sehr offensichtlich, dass du irgendwelchen Leuten sagst, sie können was, was sie gar nicht können. Das fällt negativ auf dich zurück. Also merk dir das. Sowas ist ein absolutes No-Go auf LinkedIn. Wenn dir das Video gefallen hat, lässt einen Daumen nach oben da und abonnierst den Kanal. Jede Woche gibt es 2 Videos. Check auch mal mein Instagram, mein IGTV und auch meinen LinkedIn-Account. Dort mache ich nämlich nochmal so Videos, die so ein bisschen anders sind als diese Instagram-Videos hier. Da geht es eher um so allgemeinere Dinge. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin einer der wenigen Leute, glaube ich, die auch auf LinkedIn fluchen. Geiler Typ. Das ist übrigens nicht nur Instagram, das ist auch auf YouTube hier das Video, ne? Nur mal so ganz kurz nebenbei erwähnen. Ach so, und wenn du hier bei YouTube gerade guckst, so, du kannst auch mal Tobi adden. Da im Abspann ist sicherlich sein Kanal. Hauste.